Die Schule bleibt für die meisten erstmal weiterhin geschlossen. Deshalb möchten wir jetzt noch stärker mit euch über iSurf arbeiten. Wenn ihr also von eurem Lehrer eine Aufgabe bekommt im Aufgabenmodul von iSurf und die jetzt abgeben sollt, möchte ich euch zeigen, wie das funktioniert. Dein Lehrer darf sich aussuchen, wie du diese Aufgabe bearbeiten sollst. Entweder gibst du einen Text direkt bei iSurf ein oder du lädst eine Datei mit Text hoch. Welche Form sich dein Lehrer ausgesucht hat, wirst du gleich sehen, wenn wir im Aufgabenmodul eine Aufgabe bearbeiten. Ihr startet ganz normal damit, dass ihr euch bei iSurf anmeldet. Jetzt habt ihr die ganz normale Übersicht bei iSurf und ihr seht, wenn ihr bei alle Module guckt, dass da ein kleiner oranger Punkt leuchtet und da müsst ihr einmal draufklicken und schon seht ihr hier das Modul Aufgaben. Da müsstet ihr jetzt einmal hin. Ihr seht auch schon, für den Schüler Dummy Bracke gibt es eine neue Aufgabe. Und hier werden dann alle Aufgaben, die der Schüler von seinen Lehrern bekommen hat, angezeigt. Da klickt ihr einmal drauf. Wenn du das gemacht hast, kommst du jetzt auf diese Seite mit den Aufgabendetails. Hier steht, welcher Lehrer dir die Aufgabe aufgegeben hat, wann der Starttermin ist und ganz wichtig, wann für dich der Abgabetermin für diese Aufgabe ist. Du kannst vorher auch schon die Aufgabe einreichen, aber bis zu dieser Uhrzeit solltest du das gemacht haben. Zudem kann dein Lehrer hier eine Beschreibung einfügen, also vermutlich die Aufgabenstellung nochmal erläutern. Und dein Lehrer hat auch die Möglichkeit, eine Datei hier einzustellen. Also vielleicht nochmal ein Hilfsblatt oder grundsätzlich das Arbeitsblatt, an dem du dich orientieren sollst. Da könntest du jetzt einfach draufklicken und diese Datei öffnen, dir sie anschauen, damit du das verstehst. Und wenn du dann soweit bist, gehst du hier wieder zurück auf die Seite und dann musst du eigentlich nur noch hier auf Bearbeiten klicken. Wenn ihr das gemacht habt, dann öffnet sich dieses Textfeld für euch, in dem ihr jetzt eure Aufgabe eintippen könnt. Also in unserem Fall schreiben wir jetzt einen Brief an unseren Brieffreund aus Tirol. Wenn ihr mit der Aufgabe fertig seid, habt ihr nur noch einen kleinen Schritt, und zwar auf Abschicken zu klicken. Das ist hier der grüne Kasten, da klickt ihr einmal drauf und dann seht ihr hier oben rechts, ihr Text wurde erfolgreich abgegeben. Also der Text ist jetzt dann auch beim Lehrer angekommen. Um nochmal zur Übersicht zurückzugehen, hier oben klicken wir auf Aufgaben oder hier links auf Aufgaben, das ist total egal. Und ihr seht jetzt auch in dieser Übersicht, hat diese Aufgabe einen grünen Haken bekommen, weil ihr sie schon erledigt habt. Damit habt ihr immer einen super Überblick, welche Aufgabe ihr schon geschafft habt und welche Aufgabe ihr noch vor euch habt. Aber wie mache ich das, wenn ich eine Datei hochladen muss? Wenn euer Lehrer sich jetzt allerdings dafür entschieden hat, dass er den Text nicht direkt in iSurf aufgeschrieben haben möchte, sondern dass ihr euch das selber aussuchen könnt, in welcher Form ihr das macht, also ob ihr das mit der Hand aufschreibt oder am Computer, dann könnte das so aussehen. Ihr geht wieder auf die Datei und jetzt habt ihr hier keine Möglichkeit, das Textfeld aufzumachen, sondern ihr sollt hier irgendeine Datei hochladen. Irgendeine Datei, wichtig, lest in der Aufgabenstellung, ob euer Lehrer vielleicht eine bestimmte Datei sich wünscht. Das kann PDF sein, das kann JPG sein. JPG ist eine Bilddatei, das kann aber auch ein Word-Dokument sein. So, wir nutzen jetzt hier einmal das Arbeitsblatt, was uns unser Lehrer mitgeschickt hat, damit wir da nämlich den Brief mitschreiben.
Jetzt haben wir hier unsere Datei geöffnet. In dem Fall ist das ein Word-Dokument und jetzt können wir hier anfangen. Und wenn wir dann damit fertig sind, dann speichert ihr das auf eurem Computer, auf eurem iPad, auf eurem Handy, wie ihr möchtet. Und dann müssen wir das jetzt gleich im nächsten Schritt bei iSurf hochladen. Das heißt, wir sind jetzt einmal wieder zurück zu unserem iSurf-Account gegangen. Den müsst ihr bei dem iPad oder beim Computer auch nicht immer zumachen zwischendrin. Den könnt ihr offen lassen. Und jetzt wollt ihr ja dieses Dokument, was ihr gerade auf eurem Gerät gespeichert habt, hochladen. Also klickt ihr auf Hochladen und sucht jetzt aus, wo euer Dokument, eure Aufgabe denn ist. Wenn ihr ein Foto davon gemacht habt, dann findet ihr das in der Fotomediathek. Wenn ihr ein Dokument gespeichert habt, müsst ihr hier einmal zumindest beim iPad auf Durchsuchen klicken. Und dann sucht ihr den Ordner, wo ihr das Dokument abgespeichert habt. Bei mir ist das jetzt hier. Dann klickt ihr auf das Dokument. Und dann wird das automatisch hochgeladen. Ihr seht hier einen kleinen Balken. Das heißt, manchmal, je nach Größe des Dokuments, kann es auch etwas dauern. Und sobald das fertig ist, erscheint hier wieder ein grüner Haken. Wichtig, ihr müsst jetzt hier noch hinzufügen klicken. Und dann seht ihr, die Datei wurde erfolgreich abgegeben. Damit habt ihr also eure Aufgabe erledigt. Und wenn wir jetzt nochmal in das Aufgabenmodul zurückgehen, also hier oben klicken oder da, dann seht ihr, ist diese Aufgabe auch wieder erledigt. Das war's. Ich hoffe, ich konnte euch die Funktion erklären, sodass ihr jetzt die Aufgaben bei iSurf bearbeiten könnt. Und falls doch noch Unklarheiten herrschen, dann schreibt doch einfach eine E-Mail an euren Lehrer.